Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind wieder mal auf der Galgenberg unterwegs. Es ist immer noch Dezember, das heißt kurz vor dem Jahreswechsel. Und ich habe mir gedacht, wir werden heute eine kleine Nachtschicht einlegen. 17.03 Uhr, es wird schon langsam dunkel hier. Aus zwei Gründen. A, wir müssen noch jede Menge Geld machen, denn wir haben uns ja gesagt bzw. auferlegt, dass wir hier im Moment noch den Schwierigkeitsgrad normal spielen, demnächst aber dann umstellen wollen auf schwer, denn ihr seht es rechts oben, jede Menge Geld ist auf dem Konto und mit dem Geld habe ich auch einiges vor, denn ich möchte mir auf jeden Fall noch folgende Felder kaufen und zwar die Felder 7, 75 und 5, dann machen wir hier nämlich zwei schöne kleine Grasfelder daraus. Die 75 deswegen, weil dann können wir hier einen schönen Weg bauen zu unserem Schweinestall, damit wir hier mehr Platz haben, auch dann zum Rangieren. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwie hier diese Felder zusammenlegen. Ich bin da am Überlegen, ob wir da irgendwie was machen, dass wir dann hier so ein Feld machen vielleicht und dann hier dafür ein großes so. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall hätten wir hier zwei schöne große Felder dann für Maissilage und dann natürlich die 7 und dann hätten wir hier auf der Seite jede Menge Felder, jede Menge Arbeit, die wir ja auch gut erreichen können. Das also die Idee dann für den nächsten Monat bzw. das nächste Jahr. Deswegen, wie gesagt, wollen wir heute noch ein bisschen Geld machen. Ich habe hier den Fendt schon mal bereitgestellt. Der soll heute noch Salat wegbringen und Mehl. Und mit ihmsen hier will ich gleich mal loslegen. Stopp, wir machen erstmal hier die Silage, denn unsere Silagebunker sind soweit schon leer. Deswegen haben wir ja auch dieses gute wirtschaftliche Ergebnis. So, und ich glaube, die letzte Silage wird auch gerade verarbeitet. So, wir machen hier noch ein bisschen Licht an. Und Nebeneffekt der ganzen Geschichte soll natürlich auch sein, dass wir dann auch mal sehen, wo wir überall Licht eigentlich haben oder wo wir noch Licht brauchen. Ich sehe es nämlich gerade, hier müssten wir überall vielleicht noch ein paar Laternen pflanzen, dann vielleicht irgendwo hier einen großen Strahler, damit wir hier Übersicht haben für die Nacht. Ja, also wie gesagt, das ist nicht schlecht, wenn wir hier mal ein bisschen in der Nacht arbeiten und sehen, wo wir eventuell noch ein bisschen Licht ans Fahrrad machen müssen. Hier seht ihr es ja hier auf unserem Neubau, bei unserem Lager, da habe ich ja ein paar Laternen schon installiert und das hilft uns natürlich bei der Arbeit. So. Das sind also alles Themen, die im Prinzip für die heutige Folge interessant sind. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass es natürlich hier an der BGA weitergeht. An der BGA mit entsprechendem Produktion. Da vorne steht übrigens auch schon parat unser Warrior mit dem Brandner. Der ist nämlich auch voll mit Silage. Denn wir haben ja noch ein Fermenter-Silo, was arbeitet und Silage produziert hat. Und wir werden auf jeden Fall hier nochmal richtig Geld machen. Damit wir dann im nächsten Jahr richtig hier loslegen können und noch einige Projekte stemmen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Na, ja, das ist alles ein bisschen eng und knapp, aber es geht. So, Delle. Dann holen wir nochmal zwei Ballen. Dann hat auf jeden Fall die BGA zu tun. So, weil ich lasse es ja auch ein kleines bisschen vorspulen, damit auch was geht hier. Und dann werden wir mal, denke ich, den Brandner in Position bringen. So. Zack. Augenblick mal. Genau, das wollte ich den ein bisschen ranholen. So, jetzt müssen wir vorsichtig agieren. Nicht, dass uns dann der Prägel runterfällt. Ja, da werden wir hier auf jeden Fall noch ein paar Laternen setzen. Damit hier der Weg zum Beispiel gut beleuchtet ist und dass natürlich hier die Silos auch beleuchtet sind. So, wir werden jetzt hier einfach die Dinger hier vorne absetzen. Nicht, dass mir das Ganze noch auf die Füße fällt. Sehr schön. Dann werden wir jetzt den Manitou erstmal hier reinstellen. Den Brandner um. So, zack. Ja, dann lassen wir hier mal das Licht an. Wir springen rüber. Motor an, Licht an.
Snee. Licht aus, Spot an, so hieß es früher mal. Sodele, der ist voll mit 34.000 Liter. Hau weg das Zeug. Ja, die BGA, die bringt hier halt richtig Kohle. Das ist hier so das große, die Gelddruckmaschine im Prinzip. Oh ja, oh ja. Fast voll. Okay, Motor aus. Wir springen rüber zum Fendt. Wir springen zum Fendt. Die BGA hat jetzt erstmal zu tun für diesen Monat, für diese Stunde. Oder dann werden wir jetzt ein bisschen Salat verkaufen gehen. Licht an. Und dann sehen wir mal das Ganze auch, wie das hier aussieht. Mit Beleuchtung. In Bunt und in Farbe. So, die Arbeitsscheinwerfer. Und wir beladen das Ganze nicht mit Eiern, sondern mit ja, Käse, Butter haben wir. Das haben wir alles verkauft schon. So, kommst du jetzt, du Salat, du. Da ist der Salat. Es wird aufgeladen und wir schauen in der Zwischenzeit, wo wir natürlich den Salat gut verkauft bekommen. Ich habe ja so eine Befürchtung, dass es auch am Schluss wieder der Hofladen ist. Deswegen, das Interessante an der Sache ist auch immer, wie wir das ganze Zeug abgeladen bekommen. Wir hatten ja jetzt bei Butter und Käse das Glück, dass er an der Molkerei definitiv direkt vom Hänger runtergenommen hat und auch beim beim Lebensmittelladen. So. Jetzt schauen wir, dass das beim Salat hoffentlich genauso gut geht, denn so ganz so glücklich bin ich ja mit diesem Anhänger nicht. Das Bioledele. Ja, wir sind gut. Januar passt, Dezember passt. Kindergarten, Landhandel. Landhandel. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Landhandel, das ist der da oben, gell? Also sind wir voll, wir sind voll. Dann fahren wir mal los. Und früher oder später habe ich mir auch Gedanken gemacht, werden wir uns ein Land kaufen, auf dem wir weiter hier bauen. Denn zwei Themen habe ich im Prinzip, damit wir eventuell ein bisschen mit unseren Helfern zurechtkommen. Hier auf der Konsole wohlgemerkt. Da wir ja kein Cosplay und kein Autodrive haben, wäre natürlich eine Option, großzügige Fläche und darauf ein Multifruchtsilo und ein Fermentersilo. Und dann könnten wir tatsächlich mit Abfahrern arbeiten. Ich hatte es ja schon mal auf der Neumini-Brunnen in unserem Big Farm-Projekt. Auf so ein Big Farm-Projekt hätte ich übrigens auch wieder Bock. Auf der Neumini-Brunnen haben wir das ja so gemacht. Nicht Neumini-Brunnen, auf der Neubartelshagen. Das war unser Big Farm-Projekt. Und da hatte ich zum Beispiel das Fermentersilo an so einer Stelle. Das hat dann funktioniert mit dem Helfer. So, jetzt sollte er doch hoffentlich abladen. Jetzt zeigt das an. Salat. Wunderbar, das klappt soweit. Sehr schön. Bringt hier nochmal knappe 25.000. Sehr, sehr schön. Ja, um darauf zurückzukommen. Und wenn wir dann natürlich die Silos relativ freistehend haben, dann müssen wir natürlich großzügig bauen, großzügig planen. Dann könnte das auch mit dem Nachbarn klappen, beziehungsweise eben mit den Helfern, dass die automatisch das Silo anfahren und tatsächlich abladen. Das wäre natürlich richtig cool. Dann könnten wir richtig häckseln mit zwei oder drei Abfahrern. Sowas ähnliches habe ich ja auch mal auf der Neumini-Brunn gemacht mit den Zuckerrüben. Mit den Zuckerrüben, als wir die nämlich abgearbeitet haben, da sind wir auch mit einem Ernter oder zwei Ernter, ich weiß es gar nicht mehr, aber zwei Abfahrern. Und das hat da witzigerweise ganz gut funktioniert, dass wir die Zuckerrüben, glaube ich, direkt verkauft haben. Ja, auf jeden Fall, da hat es funktioniert mit dem Helfer, da konnte man arbeiten. Und hier wäre eben sowas auch. Und da bin ich eben überlegen, ob wir hier rechts das Feld kaufen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, das müsste ich mal bei Gelegenheit und in Ruhe austesten, ob denn die Helfer überhaupt hierher kommen, ob das funktioniert oder ob die irgendwo hängen bleiben. Aber das wäre natürlich auch eine Option. So, jetzt holen wir noch das Mehl. Aus dem Lager, aus dem Logistik, aus der Logistik. So, wo wir es eingelagert haben. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen gucken. Da passt nämlich gerade so rein hier der Anhänger. So, sehr schön. Salat, Tomaten, Erdbeeren. Da haben wir Mehl. Auch das kommt weg. Mehl, 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 Mehl.
Mehl wäre, ist auch gut. Zentral, ist klar, logisch. 16, 22 Kindergarten fahre ich ganz, ganz ungern. Muss ich ehrlich sagen, Bäcker ist auch ganz schlecht. Wir bringen es zum Knöpfle. Der Knöpfle, das ist sozusagen hier der Lebensmittel. Ja, der Kindergarten ist deswegen schlecht. Es geht halt um den Anhänger. Mit dem Anhänger dort abladen ist ganz schlecht. Genauso auch die Bäckerei, die ist hier am Berg. Da kommen wir auch ganz schlecht hin mit diesem Anhänger. Da muss ich mir Gedanken machen, ob wir da noch irgendwas anderes besorgen. Aber ich meine, wegen 2,30 Euro, da kommt es jetzt auch nicht drauf an. Also werden wir jetzt hier das Ganze zum Knöpfle bringen. Zum gute Knöpfle. So. Haben wir die Rückfahrt? Ja, stopp mal. So machen wir das. Jetzt haben wir es. So, so, so. Jetzt muss ich aufpassen. Sind wir schon vorbei? Nee. Der Knöpfle, wo ist er denn? Ist der hier? Hier ist der, glaube ich, oder? So, jetzt müssen wir mal schauen. Kommen wir hier rein? Ja, da ist der Knöpfle. Weil hier muss man auch, wie gesagt, ganz schön hier rangieren. Da ist zwar so eine Durchfahrt gedacht vom guten Yogi, aber da kommen wir mit dem Hänger nicht durch. So, jetzt machen wir wieder richtig hier Licht. Ja, ich habe das gedacht, das passt so nicht. Ja, da liegen dann auch hier das Zeug rum. Augenblick, kann man das eigentlich wegräumen? Nee, kann man nicht wegräumen, ne? Naja, das hat er hier fest platziert. Das macht es natürlich alles immer ein kleines bisschen aufwendiger vom Rangieren. So, wir kriegen das Material verkauft, sind bei über, ja, fast 850.000 jetzt. Sehr schön. Ja, da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Wunderbar. Dann bringen wir den Anhänger erstmal wieder ins Lager. Dann haben wir soweit alles verkauft, was wir so im Lager haben. Also was Sinn macht. Also Kleinkram werden wir jetzt nicht verkaufen. Ja, wie gesagt, die Frage wäre, ob dann hier der Helfer auch wirklich langfährt, sauber langfährt, wenn man hier unten irgendwo ein Silo oder irgendwas ähnliches platziert. Wir könnten auf jeden Fall auch nochmal eine schöne große Halle gebrauchen. Vielleicht auch nochmal eine Durchfahrhalle. Denn ich habe so das Gefühl, wir werden noch den ein oder anderen etwas spezialisierten Anhänger brauchen. Und ich sehe hier gerade die Göwal hier vorne. Ich glaube, die ist mittlerweile eigentlich auch nicht mehr notwendig. Denn wir haben ja eine wunderschöne Presse jetzt von Fendt. Die Fendt-Kombi gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, den stellen wir hier rein. Fast bis Anschlag. Wunderbar. Und das machen wir aus. Und jetzt überlege ich gerade, den bringen wir erstmal in eine Parkposition. Den räumen wir auf, damit wir wissen, wo er ist, wenn wir ihn brauchen. Dann holen wir erst nochmal Silage oben vom Hof. Und dann sehen wir mal weiter, was noch zu tun ist. Auf jeden Fall Silage, Silage, Silage. So. Okay. Sehr schön, das passt doch. Ding, ding, ding. Einmal hier um die Hütte rum. Denn in der Zwischenzeit, denke ich, können wir hier den Deutz entladen. Genau, dann fahren wir nämlich gleich mal los. So. Dann fahren wir gleich mal los, holen oben noch mal ein bisschen Silage, damit wir auf jeden Fall eine Reserve haben.
damit die BGA immer schön was zu tun hat. So, Dele, ja, da war doch das Farm. Wie heißt das Ganze nochmal? Das Farm Package. Jetzt muss ich gerade mal reinschauen. Auf jeden Fall kam ja vor kurzem das DLC raus. Und zwar das Farm Production Pack. Und da würde ich mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie das da bei euch ankommt, wie ihr damit umgeht, welche Gerätschaften ihr dort benutzt, welche Hallen ihr dort schon gesetzt habt, was ihr von der Solar- und der Windproduktion haltet, von dem Reinigen der Solarpaneele und vom Waschen der Erdfrüchte. Also, das würde mich mal interessieren, wer von euch dieses Farm Production Paket schon mal gekauft oder schon gekauft hat oder wer es im Season Pass sich erworben hat und wer es dann auch schon nutzt in irgendeiner Form. Vor allen Dingen würde mich auch interessieren, so, was ihr also generell davon haltet, von diesem DLC. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare. So, wir werden hier wieder rückwärts reinstechen müssen. Erstmal hier so. Und dann machen wir wieder die Rückwärtsscheinwerfer auch ein bisschen an, damit wir was sehen. So, und so ein Fermenter-Silo, das denke ich mir, wenn wir das uns irgendwo frei hinstellen. Und dann können wir hier richtig wunderschön häckseln, weil ich würde nämlich auch gerne mal Gras häckseln. Das wäre ja auch mal eine Option. Dass wir zu unserem John Deere einen schönen Grasvorsatz holen und dann auch mal Gras häckseln. So, wir machen hinten wieder aus. Wunderbar. Ja, die Galgenberg, die hat es mir angetan, also da bleibe ich noch dran. Auf der anderen Seite ist es ja so, der Yogi testet ja gerade seine Oberschwaben. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, das wird auch eine interessante Geschichte. Da bin ich auch um überlegen, ob eventuell dann die Galgenberg gehen muss, wenn wir dann die Oberschwaben zocken wollen. Auch das wäre natürlich mal interessant, was ihr dazu meint. Wie lange sozusagen noch die Galgenberg hier gezockt werden soll. Oder ob wir dann doch, wenn die Oberschwaben kommt, ein neues Projekt starten. So, hier fahren wir durchs Törle. Das haben wir ja uns extra hier freigehalten. Was wir natürlich auch machen müssten, wäre mal die ganze Gülle. Könnten wir mit Sicherheit dann auch mal herbringen. Ja, die BGA schafft natürlich einiges weg jetzt, wenn wir hier auf der Zeit laufen. Nee, ist schon wieder voll. Ist, beziehungsweise, ach du Schande. So, Mist haben wir drin. Zuckerrüben, Gülle. Ja, die Zuckerrüben, die kommen natürlich von unserem Schrebergarten. Ja, die Silage, wir könnten da fast nochmal fahren, aber mich würde jetzt mal interessieren. Ach so, Gärreste, stimmt, die Gärreste haben wir in der Zwischenzeit auch mal verkauft, aber mittlerweile ist natürlich jetzt wieder jede Menge da. Wie sieht denn das hier aus? Mischratio, ach so, das ist, ja. Stroh, Gülle, 19.200. Okay, jetzt überlege ich gerade, wir haben hier unten noch den Kollegen, der hat noch Mist geladen. Das würde ich gerne noch, ja, das würde ich gerne noch schnell in den Verteiler bringen. Und was auf jeden Fall dann im nächsten Jahr wieder ansteht, wir müssen dann alle unsere Maschinen mal wieder warten, pflegen, tanken, reparieren. Und dann werden wir uns sowieso Gedanken machen, ob der eine oder andere hier dann, ich sage mal, ja, den Hof verlassen muss, denn was mir so ein bisschen fehlt, ist, wir haben zwar John Deere hier als Drescher und als Großmaschinen, aber irgendwie noch so einen schönen John Deere,
Ja, so ein Quadtrack oder irgend sowas. Ich meine, mittlerweile sind wir ja hier schon auf einer Größe unterwegs. Dann können wir vielleicht, ja, ich weiß es noch nicht, auf jeden Fall mal was Größeres, eine größere Maschine, R8 oder irgend sowas, wäre mit Sicherheit auch mal interessant. So, jetzt überlege ich gerade. Wir machen hier mal das Licht aus. Jetzt überlege ich gerade, ob wir nochmal eine Portion Silage holen. Ja, hier ist es einfach zu dunkel. Also hier müssen wir definitiv noch ein paar Laternen hinmachen. Oder ob wir hier mit der Gülle arbeiten. Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit in unserer Nachtschicht. Und da können wir auf jeden Fall noch ordentlich hier Geld machen für die neue Saison. Und wie gesagt, ab Januar werden wir dann die Schwierigkeitsstufe nach oben stellen. Und dann werden natürlich die Erträge etwas geringer. Aber das ist kein Problem. Wir haben so viele Einkommensmöglichkeiten. Da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Jetzt fahren wir hier einmal drumherum im Kreis. Und dann werden wir hier die Gülle noch in die BGA werfen. Dann haben wir noch ein bisschen was. Ja, die BGA, die wird uns beschäftigen die nächsten Stunden noch. Sehr schön. Was haben wir denn noch an Gülle bei den Schweinchen? Oder haben wir da auch Gülle 13.000? Ja, damit haben wir das Feld gemacht. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Da können wir die Gülle abgreifen, um zum Beispiel die Grasfelder, die neuen Felder, die wir geplant haben, dann zu düngen. So, was haben wir oben noch? Oben haben wir nur 2.300. Da müssen wir eigentlich nichts holen. Da passt das auch mit den Tierchen. Genau, so hier passt es auch. Hier passt es auch. Ja, hier zeigt er ja die Gülle nicht an, weil da ist Wasser. Eigentlich wäre ja Platz, ne? Also man hätte ja diese Anzeige auch wirklich mit reinbauen können. Gut, Stroh ist voll, Futter ist genug da. Freunde, ich würde sagen, das soll es für die Folge gewesen sein. Hier ist es schön dunkel. Machen wir hier mal einen Scheinwerfer an. Ich bedanke mich, das war wieder mal eine schöne Folge. Die Nachtschicht auf der Galgenberg. Haben wir ja noch mal ein bisschen Geld gemacht und wir sehen uns dann im nächsten Monat, denke ich, vermutlich im März, wenn es dann wieder an die Feldarbeit geht und wir wieder jede Menge zu tun haben auf den Feldern. Also ich freue mich, ich sage Dankeschön und wie immer an dieser Stelle, tschüss, cheerio, bis zum nächsten Mal.